Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Und ich würde sagen, wir laufen hier weiter über die Citadel und reden mit der Botschaftsempfangsdame. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Oh. Wo sind wir gerade? Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Und wer ist das? Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Eine persönliche Frage. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sind Sie sehr beschäftigt? Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Ja, ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ich kann ja nicht wirklich schnell laufen hier. Türsteuerung. So, da ist nix. Was ist denn hier oben stattdessen? Noch mehr Computer. Warte mal, hier kommen wir doch her. Verdammt. Oh, was ist das denn für ein schöner Raum? Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Müssten die nicht vorher die Emotionen sagen? War das nicht irgendwie so? Xeltan. Bedauernd erklären. Ah. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Ist denn alles in Ordnung? Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was ist denn passiert? Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich sie denn finden? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Ja, ne? Ich finde die Typen toll. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Wie ist Ihre Sprachgewohnheit eigentlich zustande gekommen? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, denn sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Elkhorn. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Was ist Ihre Geschichte? Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Hm, das ist wahrlich stolz.
Und ihre Kultur? Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen, wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Das ist auch gut. Und die Botschafter? Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, den... Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Ach ja, ich muss dann gehen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Richtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Ihnen auch. Sprechen wir mit diesem Volus hier. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Natürlich. Sie können mir was über die Botschaft erzählen. Was ist das für eine? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ja, ne? Und die Volos selbst? Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Ach Quatsch, ich will was über die Geschichte wissen. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Warum wohl? Und die Kultur? Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Aha. Was ist jetzt passiert?